Ohne Virenschutz im Internet zu surfen kann anstrengend sein. Jeder Link und jede Pop-up-Werbung sieht verdächtig aus. Und wenn dein Gerät anfängt zu stören oder langsamer zu werden, könntest du denken, dass du erledigt bist. Deshalb stellen wir dir heute die besten Antivirus-Programme für 2024 vor. Alle gründlich getestet und geprüft und in der Lage, dir einen soliden Schutz zu bieten und dich zu beruhigen. Übrigens hinterlasse ich in der Beschreibung Links zu allen Antivirenanbietern, die ich erwähne, sowie zu ihren besten aktuellen Angeboten. Sieh dich also um, wenn du die günstigsten Preisoptionen nutzen willst. Beginnen wir mit meinem Top 3 der besten Antivirus-Programme, TotalAV, Norton und Bitdefender. Diese drei sind seit Jahren Marktführer und beweisen das immer wieder mit hervorragenden unabhängigen Malware-Testergebnissen. In der letzten Testreihe von AV-Test Antivirus 2024 erhielten sowohl Norton als auch Bitdefender eine 100%ige Schutzbewertung gegen ältere und neuere, sogenannte Zero-Day-Malware. TotalAV erhielt dieses Mal 5,5 von 6 Punkten, was auf eine etwas geringere Erkennung von Zero-Day-Malware zurückzuführen ist. Auch die AV-Vergleichstests ergaben ähnliche Ergebnisse, obwohl Bitdefender von den dreien die höchste Offline-Erkennungsrate aufwies und erneut ein Advanced-Plus-Abzeichen erhielt. Das war nicht das erste Mal und bestimmt nicht das letzte Mal. Zwar kann ich solch umfangreiche Tests nicht selbst durchführen, aber ich habe meinen eigenen Test mit 100 Malware-Samples durchgeführt. Wie erwartet lag Bitdefender hier vorn. Er erkannte 93 Malware-Dateien, aber es ist erwähnenswert, dass der Scan fast 3 Stunden dauerte. Allerdings lag die höchste CPU-Auslastung nur bei 66%, was bedeutet, dass du deinen Computer auch während des Scans benutzen kannst, wenn du es wirklich brauchst. TotalAV fing 81 Bedrohungen in nur 27 Minuten ab und beanspruchte dabei maximal 48% der CPU, sodass es sich als das leichteste der drei Optionen erwies. Die höchste CPU-Belastung kam von Norton, zeitweise lag sie bei 75%, ist aber nicht weiter schlimm, wenn man bedenkt, dass 91 der Malware-Samples in weniger als einer Stunde abgefangen wurden. Ja, aber es bedeutet, dass es besser ist, dein PC während eines vollständigen Scans in Ruhe zu lassen. Insgesamt denke ich, dass es ziemlich klar ist, dass Bitdefender die leistungsstärkste Option in Bezug auf Malware-Scans ist. Aber du musst verstehen, dass der Scan nur ein kleiner Teil des gesamten Malware-Schutzpuzzles ist. Lass uns also über die Sicherheitsfunktion sprechen. Auf Anhieb gibt es eine ganze Reihe von Tools, die alle drei der besten Antivirus-Optionen gemeinsam haben. Natürlich können sie alle Malware-Scans durchführen und es gibt mehrere Arten von Scans in jeder App. Die vollständigen Systemscans bieten den größten Schutz, wenn dein Gerät bereits infiziert ist, aber du kannst auch Scans finden, die dein Gerät auf Schwachstellen überprüft. Der Norton Smart Scan zum Beispiel bewertet den Gesamtzustand deines Gerätes und weist dich auf problematische Stellen hin und sagt dir, wie du sie beheben kannst. Ich mag auch den Rescue Environment Scan von Bitdefender, der schleichende, fortgeschrittene Bedrohungen beseitigt, die nicht entfernt werden können, während das Betriebssystem läuft. In einem idealen Szenario wird natürlich erst gar keine Malware auf dein Gerät gelangen. In diesem Fall sind Echtzeitschutzfunktionen die wichtigste Sicherheitsstufe. Jeder beste Antivirus-Kandidat verfügt über dieses Tool, das in der Regel standardmäßig aktiviert ist und dein Gerät rund um die Uhr bewacht. Wenn du dir Sorgen um Ransomware machst, haben alle drei Anbieter auch Tools, um sie zu bekämpfen. Bei Norton und Bitdefender hast du sogar die Möglichkeit, deine wichtigsten Dateien in der Cloud zu sichern, was hilfreich sein kann, wenn du dein Gerät verlierst oder beschädigst. Eine weitere Schutzschicht ist die Firewall. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die den ausgehenden und eingehenden Datenverkehr deines Geräts ständig überwacht und auf verdächtige Aktivitäten überprüft. In der Bitdefender-App heißt diese Funktion Privacy Firewall, während Norton eine Smart Firewall hat. Beide schützen dich, aber die Version von Norton ist etwas fortschrittlicher und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. TotalAV hat diese Funktion nicht, aber es funktioniert gut mit der Windows Defender Firewall und bietet auf diese Weise einen Rundumschutz. Wenn wir ein kurzes TotalAV-Review machen wollen, hat dieses Antivirus ein paar verschiedene Funktionen im Petto. Mit dem Total Adblock kannst du alle Arten von Werbung loswerden, auch Videowerbung. TotalAV bietet auch ein einfaches, aber gutes VPN an und ich mag auch das System-Tuning-Tool, mit dem ich Junk-Dateien von meinem Gerät entfernt habe. Fairerweise muss man sagen, dass TotalAV von den drei besten Antivirus-Kandidaten die wenigsten Funktionen hat, sodass es sich etwas glanzlos anfühlt. Aber dafür ist das Antivirus-Programm leichtgewichtig und daher eine gute Wahl für ältere Geräte. Bitdefender zeigt, dass er genau wie TotalAV über ziemlich gute Tools verfügt, um Müll zu entfernen. Außerdem gibt es ein Anti-Diebstahl-Tool, mit dem du dein Gerät finden und sogar aus der Ferne sperren kannst. Außerdem gibt es die Funktion Profile, mit der ich mein Gerät für bestimmte Situationen optimieren kann, zum Beispiel indem ich Benachrichtigungen
Einstellungen beim Ansehen von Filmen ausschalte. Unter den vielen anderen Tools möchte ich auch das Bitdefender VPN erwähnen, aber bedenke, dass es ein tägliches Breitbandlimit von 200 MB hat, was ein bisschen lächerlich ist. Wie wäre es mit einem Norton-Antivirus? Nun, nach meinem Norton-Antivirus-Review kann ich dir sagen, dass dieses Programm das umfangreichste von allen ist. Von Tools zur Systemoptimierung bis hin zur Kindersicherung und sogar Dark Web Monitoring, das auf Datenlecks in Bezug auf meine Information achtet. Sie bieten auch ein VPN ohne ein blödes Datenlimit und ein Passwortmanager, auch wenn er ziemlich grundlegend ist. Alle Antivirenprogramme haben Apps für alle wichtigsten Betriebssysteme, aber die Windows-Apps sind die fortschrittlichsten. Doch egal, welches Gerät du benutzt, die Apps sehen sehr ähnlich aus. Dennoch unterscheiden sich diese drei Antivirenprogramme in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit. Bitdefender und TotalAV sind am benutzerfreundlichsten, vor allem nach dem jüngsten TotalAV-Update. Bitdefender ist schon seit einiger Zeit mein Lieblingstipp für Einsteiger und du kannst dir sicher vorstellen, warum. Es ist sehr intuitiv aufgebaut und alle Funktionen werden erklärt. Was Norton angeht, kann diese App etwas verwirrend sein, vor allem wenn du noch nie ein Antivirenprogramm benutzt hast. Zum einen ist sie, wie schon gesagt, vollgepackt mit Funktionen und fast alle davon lassen sich individuell anpassen. Außerdem öffnet sich fast jede Funktion und Einstellung in einem neuen Pop-up-Fenster, was noch mehr Chaos und Verwirrung stiftet. Wenn du jedoch nicht scheust, daran herumzubasteln, kann Norton zu einem extrem leistungsfähigen Sicherheitstool werden. Welches ist denn jetzt das beste Antivirenprogramm und welches lohnt sich am meisten? Nun, dafür müssen wir uns die Preise ansehen. Nachdem ich so viel darüber gesprochen habe, wie umfangreich die Norton-App ist, wirst du vielleicht überrascht sein, dass dieser beste Antivirus für den PC eine der günstigsten Optionen auf dem Markt ist. Da dieses Antivirenprogramm am besten für fortgeschrittene Nutzer geeignet ist, solltest du dich meiner Meinung nach für Norton Deluxe entscheiden, zumal du damit den vollen Funktionsumfang erhältst. Außerdem bietet es eine beeindruckende 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn du mit diesem Antivirus nicht zurechtkommst, während du bei den anderen Optionen nur die Hälfte davon bekommst. Der Preis von Bitdefender ist etwas höher, aber in Anbetracht der exzellenten Malware-Erkennungsraten und der Fülle an Funktionen ist es ein tolles Angebot. Ich empfehle, sich direkt für den Total Security Plan zu entscheiden, da er im Gegensatz zum billigsten Plan für alle wichtigen Betriebssysteme abdeckt und viel mehr Funktionen enthält. Insbesondere die Firewall, die das allgemeine Sicherheitsniveau deutlich erhöht. TotalAV hat auch einen Plan mit dem gleichen Namen, aber der von mir bevorzugte Plan ist Internet Security, da er alle Sicherheitsbereiche abdeckt und außerdem ein VPN bietet. Wenn du allerdings eine Kombination aus VPN und Antivirenprogramm möchtest, werde ich als nächstes über eine bessere Option sprechen. Übrigens siehst du vielleicht nicht die gleichen Preise wie ich, wenn du diese Angebote einfach googelst. Wenn du also auf die besten Angebote zugreifen willst, benutze gern die Links in der Beschreibung oder scanne diesen QR-Code. Wie auch immer, ich habe eine alternative VPN- und Antivirus-Bundle-Option versprochen mit einer größeren Betonung auf dem VPN-Teil. Hey, das ist schließlich ein VPN-Pro-Kanal. In diesem Fall empfehle ich dir, einen Blick auf Surfshark zu werfen. Warum? Nun, lass uns ein ganz schnelles Surfshark-Antivirus-Review machen. Surfshark ist schon seit geraumer Zeit einer der marktführenden VPNs und hat bereits 2022 ein Antivirus-Tool eingeführt. Surfshark wurde sofort von AV-Tests zertifiziert, auch wenn es ein bisschen schade ist, dass es nicht in den neuen unabhängigen Testreihen vertreten ist. Vor allem, weil das Unternehmen in den letzten zwei Jahren so viele Verbesserungen vorgenommen hat. In unseren eigenen Tests hat Surfsharks Antivirus sogar besser abgeschnitten als TotalAV, was schon viel aussagt. Bedenke nur, dass es viel ressourcenintensiver ist, vor allem während eines vollständigen Scans. Sicherlich ist Surfshark AV nicht so umfangreich, wie es die anderen drei Optionen sind, aber du bekommst mehrere Scan-Optionen, Echtzeitschutz und sogar einige weitere Optionen wie den Webcam-Schutz. Abgesehen davon ist das VPN ein absolutes Kraftpaket. Du kannst auf tausende von Servern in 100 Ländern zugreifen, die alle RAM-basiert sind und so deine Privatsphäre garantieren. Surfshark VPN funktioniert auch gut für Streaming und Torrenting und mit dem Clean Web Tool wird es zu einem der besten Werbeblocker, die du bekommen kannst. Ganz zu schweigen von all den weiteren Surfshark One-Funktionen wie der privaten und unvoreingenommenen Suchmaschine oder Surfshark Alert, das auf Datenlecks achtet. Das mag nach viel klingen, aber die App ist tatsächlich sehr benutzerfreundlich und intuitiv. Zu jeder Funktion gibt es eine kleine Erklärung und die App ist einfach zu bedienen, egal auf welcher Plattform du sie verwendest. Ja, auch unter Linux. Preislich gesehen ist es etwas teurer als andere Anbieter, aber das meiste davon kommt von der VPN-Seite. Und lustigerweise ist das VPN tatsächlich eine der günstigsten Optionen, die du bekommen kannst. Vor allem, wenn du den Rabatt in der Beschreibung nutzt. Nachdem das alles gesagt ist, was ist denn jetzt das beste Antivirus für dich? Wenn du dir immer noch unsicher bist, fassen wir kurz zusammen.
Wenn du einen besonders starken Schutz und eine einsteigerfreundliche Anwendung suchst, solltest du Bitdefender wählen. Norton hingegen ist besser für fortgeschrittene Nutzer geeignet. Total AV ist so etwas wie ein Mittelding zwischen den beiden Programmen und da es leichtgewichtig ist, ist es eine gute Wahl für ältere PCs. Und wenn du ein Paket aus Virenschutz und VPN brauchst, ist der Surfshark One Plan die beste Wahl. Ich hoffe, dieses Antivirus-Review für 2024 hat dir geholfen. Wenn ja, lass es mich wissen, indem du uns likest und uns abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Thank you.